Wir spielen heute Wer kennt sein Team, kriegen 10 Fragen gestellt und dann sind wir uns hoffentlich immer einig, damit wir einen Punkt kriegen. Wenn wir uns nicht einig sind, gibt es hier aus dem kleinen grünen Becher eine Strafaufgabe. Liebe Fans, denkt dran, abonniert bitte den Kanal, damit ihr dieses Video und alle weiteren sehen könnt. Der aktuelle Highscore ist im Moment bei 6 Punkten und wir beide werden den jetzt brechen und mindestens 7 aufwärts gehen. Lasse Boy. Easy, man. Na, ich glaube, das war relativ so. Keine Ahnung, das brauche ich nicht hier so erklären. Sieht gut aus. Puh. Ah, da gibt es ein paar Kandidaten, ne? Ja, die vielen Jungen, ne? Jakob. Freddy, Jakob. Ah, das waren die beiden Kandidaten. Genau, Freddy und Jakob haben vor allem die letzten Wochen viel FIFA thematisiert und war 50-50 und da ist es gerade ein Punkt flöten gegangen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Freddy einfach nur PlayStation spielt und Jakob auch viel zu tun hat mit seiner Musik und sowas. Ja gut, das stimmt natürlich. Deswegen Freddy. Mach du jetzt. Komm, Kollege. Ne, eine Auszeit. Glück gehabt. Leg wieder oben rein, leg wieder oben. Ich hab die Auszeit in der Tasche, ne? Ah, komm. Du bist es nicht, oder? Ah, Innenverteidigung schon. Problem ist beim Fußball, alle Handballer denken, die sind richtig geile Fußballer. Ey, nicht so viele Buchstaben, Junge. Okay. Yes, yes. Ah, easy. Da kann schon kicken. Wenn ihr Fragen habt, stellt das bitte in die Kommentare. Hast du da die Abrechnung vom letzten Jahr und kannst du das mit Zahlen belegen oder wie? Nee, es ist ein Bauchgefühl. Es ist Bauchgefühl. Aha. Das ist, okay. Das ist ein Zimmer. Aber, ey, das ist ein sagen, Zimmer, wirklich. Man muss sagen, die sind Zimmerkollegen. Und die kommen immer so spät zum Essen. Ah, da können wir jetzt mal durchgehen lassen. Die wohnen die wohnen zusammen und die kommen immer so spät zum Essen. Wir haben Monatsbeitrag und dann on top halt. Die Leute, die zu spät kommen, müssen noch ein bisschen mehr zahlen. Ganz unten irgendwo. 20 Hampelmänner. Auf jeden Fall liegt unser Physio. Wir haben ja nur Tim, der Musik spielt, und Walter gelegentlich. Und das ist beides eine Katastrophe. Also in keinen anderen Musikgeschmack habe ich einen Einblick. Komm. Hansi. Mr. Karaoke. Ja, genau. Zunächst ist die. Hat er mehrmals performt und mag das gut, muss man sagen. The best song in the world, Tenacious D. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir einen anderen Bus gehabt und da können wir so hinten schön hinlegen. Und dann war das Safety beste Pisten. Aber jetzt gibt es das nicht hinten mehr. Raus, muss man halt auch mal so sagen. Ne? Ja, genau. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen komprimiert, ein bisschen kleiner. Sparvariante davon. Auf jeden Fall hinten irgendwo. Okay, ich weiß schon. Lasse! Nicht schlecht, mit Tisch und Beine hoch und alles. Ja, wenn du genau vor der Eingang, zum Bus. Am Klo. Ja, genau. Marian findet es offensichtlich mega interessant, dass du sitzt. Ich bin nicht gleich. Nicht falsch verstehen. Ey, er kommt da hoch, Treppe,
Schöner Blick, kleinen Panorama-View. Kann Füße hochlegen, ist schon nicht schlecht. Also hinten da Fabi. Panorama-View. Warum Fabi? Weil das ist da hinten. Er hat denselben Platz wie Genzo. Aber warum sagt dann keiner Genzo? Das ist eigentlich eine gute Frage, ja. Was für ein Blödsinn. Aber mit deinen Skillsets sollst du vielleicht so ein Makler werden. Panorama-Blick von Lass. Du musst das Exposé nur gut verkaufen, oder? Ach. Ne. 10 Burpees. Ja, das machst du dann. Mann. Haben wir noch 4? Junge, dann müssen wir noch eventuell 4 Aufgaben machen, wenn du dich nicht anstrengst, Johann. Haben wir Leute, da können es nur 4, 5? Ich weiß schon. Also ich kann schon selber 4. Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, ist das ja, aber es ist nicht dasselbe. Aber das kann ich ja nicht unterscheiden. Also da kann ich ja als Laie in der Halle nicht sagen, reden die jetzt gerade Schwedisch oder Dänisch. Das ist ja komplett gleich irgendwie. Das zählt auf jeden Fall. Ah, es gab eigentlich einen klaren Kandidaten. Aber wenn wir so uns den Kopf zerbrechen, dann wird es natürlich schwer. Ne? Komm, Jo, jetzt komm. Überleg mal nochmal, wer überall so gespielt hat. Aber Viren kann kein Deutsch. Nee, da gibt's auch noch einen anderen. Hey, okay. Na gut, Viren kann ja sein. Ja, okay. Ja. Marco. Natürlich, Marco. Aber du hast auch recht, wenn man überlegt, die ganzen skandinavischen Sprachen, die kannst du halt nicht unterscheiden. Walder spricht kein Dänisch und Hans, Lasse und Jakob spricht kein Schwedisch. Also du kannst Schwedisch und Dänisch. Ja, ich habe da gewohnt. Ja. Englisch, Deutsch. Ja, aber Marco schon, was hat er? Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Kroatisch, Serbokroatisch. Ja, das ist 5. Was für eine Scheißfrage. Darling von so Fans, ja, safe. Super. Na, warte. Okay, da gibt es 2 Kandidaten. Bist du fertig, oder? Du weißt schon, ja. Der absolute Darling von Fans, von Vereinen. Schön einigt. Ey, jedes Mal willst du meinen Gott sagen. Was. Ja, wir haben zum Leibchen. Wir haben einen. Komm, du weißt wer. Ich hab keine Ahnung. Wer wascht immer? Schilling? Nee, Mathis. Ja. Haben wir uns nicht abgesprochen und waren uns trotzdem einig. Ne? Ah, komm. Ich hab das einen. Weiß ich schon auch. Ich glaube, ich hab einen. Also, nicht falsch verstehen, ne? Wer hat er? Nee, hat einen anderen. Ach, Scheiße. Wen hast du, Walter oder was? Ja, Walter. Das ist eigentlich safe, ja. Das hab ich total vergessen. Das ist auf deinen Mist gewachsen, dass wir das Ding hier nicht gewonnen haben, ey. Okay, Jetzt zieh eine Auszeit, Mensch. Ich hab einen gekostet, du hast einen gekostet. Wen hab ich denn gekostet? Platz im Bus. Ah ja, alle haben es vorher geschrieben. Oh, ärgerlich. Eigentlich sind die einzigen 2, die tanzen immer in der Kabine. Und denen tanzt eigentlich viel besser als Walter. Komm, ich hab einen gezogen. Ah, Joker. Ach, Auszeit, komm. Zeig. Wir haben echt Glück gehabt. Also Leute, alle 2 Wochen, Freitag 17 Uhr, gibt's ein neues Video. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn er ist sehr gut gemacht.